Hallo und willkommen hier auf meinem Kanal Die Schatzmeisterin. Mein Name ist Rena Münch und ich habe dieses Buch geschrieben, 365 Tage Minimalismus. Und daraus möchte ich dir heute etwas vorlesen. Und zwar ist es ja genau so, dass es hier ganz viele Irrungen und Wirrungen gibt darüber, was denn Minimalismus überhaupt ist, wie wir das denn in unser Leben einbinden. Und ich habe hier ein kleines Probekapitel für dich. Ich beginne gleich. Beim Minimalismus geht es nicht unbedingt darum, so viel wie möglich zu reduzieren, sondern adäquate Lösungen und Optionen zu finden. Deshalb möchte ich das Pferd heute mal von hinten aufzäumen und zeigen, dass das für unseren Fall durchaus sinnvoll sein kann. Um minimalistischer zu leben, gibt es tatsächlich auch Dinge oder Produkte, die das Leben extrem vereinfachen. Ein weiterer Bonus dieses Must-Haves ist die Schonung von Ressourcen. Die Rede ist von Kokosöl und Shea-Butter. Das unscheinbare Dream Team ist nicht nur eine exotische Zutat in der asiatischen Küche, sondern auch ein Alleskönner in Sachen Pflege. Handcreme, Lippenbalsam, Haarwachs, die Möglichkeiten sind schier unendlich. Du kannst gerne Tante Google nach Rezepten und noch mehr Inspiration hierzu befragen. Minimalismus muss nicht viel. Nur richtige Dinge finden. Das ist ein Muss, das unser Leben erleichtert und vereinfacht. Und dieses Kapitel habe ich heute ausgesucht, weil es dazu zum Beispiel jetzt zwei Geschichten tatsächlich gibt. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Dieses Kapitel hat es beinahe nicht in dieses Buch geschafft. Und zwar kam eine Rückfrage der Lektorin dazu, die gesagt hat, was hat denn jetzt bitte Kokosöl und Shea-Butter mit Minimalismus zu tun? Und ich war dann so ein bisschen baff und habe gedacht, okay, wie witzig, dass das jetzt, also für mich ist dieses Kapitel total einleuchtend. Und ich musste dann eben erklären, dass es beim Minimalismus ja tatsächlich nicht nur ums Ausmisten geht, ums Loslassen, sondern tatsächlich auch ein großer Teil davon ist, das eigene Leben zu vereinfachen. Und ich persönlich, ich mache es mir immer so gerne so einfach wie möglich. Und dazu gehört es natürlich auch, mir Produkte in mein Leben zu holen, wie zum Beispiel Kokosöl oder Shea-Butter, die ich tatsächlich auch zum Kochen für eine gesunde Ernährung für mich entdeckt habe. Und ja, als ich das dann natürlich erklärt habe und gesagt habe, also dieses Kapitel muss ins Buch, da haben wir natürlich uns dann auch verständigt und es war dann auch alles klar. Aber es ist natürlich so, dass von der Außenseite, also meine Lektorin ist ja auch keine Minimalistin per se, vielleicht nach diesem Buch jetzt, aber ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du denn auch solche, ich will es gar nicht Vorurteile nennen. Es sind oftmals falsche Vorstellungen davon, was das überhaupt ist, dieser Lifestyle. Also es würde mich sehr, sehr interessieren. Schreib es mir sehr gerne in die Kommentare, gleich hier unten. Und wie gesagt, mein Buch 365 Tage Minimalismus ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht am 1. Januar beginnt zu lesen. Du kannst es immer lesen, es sind ganz viele kleine Impulse drin, Rezeptideen, Motivation, Sprüche, Affirmationen. Also da ist für jeden Tag eine kleine Auffrischung dabei, eine kleine Ermutigung, eine Motivation. Deshalb würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Und wie gesagt, schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du irgendwie solche Irrungen und Wirrungen in deinem Bekanntenkreis hast, die dir immer wieder entgegengebracht werden. Also, bis dann. Ciao, ciao.